In diesem Video zeigen wir euch eine Musterlösung für Aufgabe 4.1 des CAD-Workshops. Im Gegensatz zu den vorherigen Aufgaben haben wir in dieser Aufgabe es nicht mit der Konstruktion eines Bauteils zu tun, sondern wir werden hier Baugruppen behandeln. Die Baugruppe, die wir hier zusammenbauen sollen, ist diese Pedalbox. Die besteht aus einer Grundplatte, zwei Pedalen, noch einigen Anbauten und Verbindungselementen. Und ich werde jetzt hier alle Komponenten nacheinander einfügen und die mit Verknüpfung versehen, sodass die Position dieser Komponenten wirklich eindeutig definiert ist. Komponenten einfügen können wir hier oben über diese Schaltfläche machen. Und das ist der Ordner hier mit allen Komponenten von dieser Pedalbox. Und wir fangen an mit der Grundplatte. Die kann ich jetzt erstmal einfach frei im Raum platzieren. Allgemein läuft das bei SolidWorks immer so ab, dass das erste Element, was ich in einer Baugruppe platziere, im Raum fixiert wird. Man kann das hier in so einem kleinen F sehen. Das bedeutet, es ist eigentlich einfach an einer beliebigen Position hier und erstmal dort einfach fixiert, sodass man es nicht verschieben kann. Das kann man so machen, damit kann man arbeiten. Ich möchte mir aber gerne diese Grundplatte schon so ausrichten, dass sie gut in mein Koordinatensystem passt. Und das mache ich, indem ich hier erstmal die Fixierung aufhebe. Und möchte gerne dass das hier die Ebene vorne wird. Dazu füge ich eine Verknüpfung ein. Deckungsgleich mit der Ebene vorne. Das sind auch in dieser Baugruppe hier wieder dieselben Basisebenen, die wir auch aus unseren Bauteilen kennen. Aber jede Baugruppe hat praktisch ihr eigenes Koordinatensystem. Deckungsgleich. Dann möchte ich gerne, dass diese Seite hier deckungsgleich mit der Ebene rechts wird. Das hier deckungsgleich zur Ebene vorne. Damit liegt die Grundplatte hier schön passend im Koordinatensystem. Okay, ich werde mal als nächstes die Konsolen hinzufügen. Fangen wir an mit der Konsole des Gaspedals. Und ich werde jetzt immer Verknüpfung benutzen, um sie an die passende Position hier reinzulegen. Die soll ja hier vorne in diesem Bereich platziert werden. Das macht Sinn, hier zunächst mal diese Oberfläche und diese Oberfläche zueinander deckungsgleich zu setzen. Und das kann man jetzt allgemein über diese Funktion Verknüpfung hier oben machen. Und dann wählt man die beiden Objekte, oder es können auch noch mehr sein, es gibt erweiterte Verknüpfungen, da kommen wir später nochmal zu. Wir wählen zuerst die beiden Objekte hier aus, die wir verknüpfen wollen. Diese beiden Oberflächen hier zum Beispiel. Und SolidWorks wählt schon standardmäßig mal eine Verknüpfung aus. Deckungsgleich hier passt jetzt gerade. Es gibt auch noch andere Sachen wie parallel, senkrecht und noch ein paar weitere. Okay, das passt schon soweit. Wir wollen die deckungsgleich haben. Und dann sollen natürlich die Löcher auch genau aufeinander liegen. Also wir sind immer noch hier in der Verknüpfungsfunktion. Wählen wir mal diese beiden Innenflächen hier aus und definieren die als konzentrisch zueinander. Und wenn ich jetzt einmal mit Escape aus der Verknüpfungsfunktion rausgehe, sehe ich, hier vor dem Namen der Konsole Gaspedal steht noch dieses kleine Minus. Das bedeutet, die ist noch nicht vollständig definiert, die Position dieser Konsole. Und das kann man immer gut rausfinden, indem man einmal versucht, das jeweilige Objekt zu verschieben. Wenn ich jetzt mal hier mit der Maus dann rumschiebe, sehen wir, da ist noch möglich, die hier an dieser Stelle zu rotieren. Und das können wir noch definieren. Die soll ja hier eigentlich genau an der Kante anliegen, beziehungsweise genau parallel auch zu dieser Fläche verlaufen. Also füge ich noch eine Verknüpfung hinzu. Nehme einfach diese beiden Oberflächen hier und die sind jetzt parallel zueinander. Dieser Verknüpfung. Und damit
ist die Konsole Gaspedal auch vollständig definiert. Okay, machen wir mal weiter. Machen wir die Konsole Bremspedal. Und hier wieder dasselbe Spiel. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, das ein bisschen schneller zu machen, als jedes Mal erst das Verknüpfungsmenü aufzurufen. Ich kann auch Steuerung gedrückt halten und diese beiden Oberflächen anklicken. Und SolidWorks öffnet dann direkt schon neben der Maus hier dieses kleine Schnellmenü. Und hier kann ich auch auf Deckungsgleich klicken und sofort diese Verknüpfung setzen. Okay. Dann brauchen wir noch eine konzentrische Verknüpfung für diese Bohrung. Das kann ich auch hier über das Menü machen. Und da wir jetzt hier mehrere Bohrungen haben, kann ich die Rotation auch direkt darüber verhindern, dass ich einfach noch eine weitere konzentrische Verknüpfung für ein weiteres Loch setze. So. Und damit ist das auch schon vollständig definiert. Machen wir weiter mit der Konsole der Bremspumpe, beziehungsweise den Konsolen, das sind ja zwei. Damit ist sie auch direkt wieder an der richtigen Stelle. Jetzt brauchen wir dieses Teil hier im Grunde noch einmal. Ich könnte es jetzt wieder über Komponente einfügen, hier aus dem Datei-Explorer aussuchen. Es gibt da auch eine etwas schnellere Variante, und zwar wenn ich Steuerung gedrückt halte, das mache ich jetzt, und auf dieses Bauteil klicke, was ich mir kopieren möchte, und dann die Maus gedrückt halte und zur Seite ziehe. Dann erhalte ich eine Kopie dieses Teils. Das ist wieder ein neues Bauteil hier und das kann ich, das ist genauso jetzt erstmal ohne irgendwelche Verknüpfungen. Das kann ich jetzt genau wieder an der Stelle, hier soll das ja hin platzieren. Okay. Und wo ich jetzt gerade bei diesen Konsolen bin, mache ich das gleich einmal fertig und versehe die auch mit den entsprechenden Schrauben. Und bei denen werde ich das so machen. Es macht natürlich hier wieder Sinn, die passend konzentrisch zu den jeweiligen Bohrungen zu setzen. Ich möchte jetzt hier allerdings noch eine Unterfunktion der Konzentrisch-Verknüpfung benutzen. Ich mache dazu nochmal die Verknüpfungsfunktion auf hier. Ich wähle die beiden Flächen aus, die ich verknüpfen möchte. Und SolidWorks wählt passend direkt konzentrisch aus. Ich möchte jetzt hier bei diesen Schrauben allerdings direkt von Anfang an die Rotation sperren. Für die Schrauben ist es relativ unwichtig, wie die gerade da reingedreht sind. Also können wir es einfach sperren und haben damit direkt alle Schrauben auch vollständig definiert, sobald wir die zweite Verknüpfung gesetzt haben. Das wäre einmal deckungsgleich zu diesen Oberflächen. Okay. Damit haben wir die erste Schraube drin und das müssen wir noch ein paar Mal machen. Jetzt gibt es hier noch eine weitere Funktion, die ganz hilfreich ist, wenn wir ein Bauteil kopieren möchten. Und ich halte nämlich wieder Steuerung gedrückt und ziehe mit der Maus diese Schraube und erhalte direkt diese Kopie. Und jetzt erscheint dieses kleine Symbol direkt neben meinem Cursor. Und ich kann die Schraube direkt in einem Loch nebenan platzieren. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, ist die Schraube direkt dort und schon auch mit Verknüpfungen versehen. Also wir können die Verknüpfung zu jedem Bauteil uns anschauen, wenn wir das hier im Feature Manager hier aufklappen. Und hier ist dieser Ordner in jedem Bauteil, wo alle zugehörigen Verknüpfungen aufgeführt sind und wir sehen, für diese im 8x16 Schraube, die wir gerade eingefügt haben, haben wir direkt automatisch konzentrisch
und Deckungsgleichverknüpfung bekommen. Der einzige Grund, warum die jetzt noch nicht vollständig definiert ist, ist, wenn wir uns das mal mit dieser hier vergleichen, mit der ersten, sieht man hier an diesem Symbol, die hier, bei der hier ist die Rotation gesperrt. Wenn wir das jetzt hier auch machen, wir können Verknüpfungen nachträglich bearbeiten. Dann setzen wir hier den Haken bei Rotation sperren. Und dann ist auch diese Schraube hier vollständig definiert. So, das wiederhole ich jetzt ein paar Mal. Okay, und jetzt sperren wir noch die Rotation bei diesen Verknüpfungen. Wir können auch hier unten alle Verknüpfungen in einer Baugruppe sehen. Das sind jetzt schon ein paar. Wir müssen jetzt natürlich schon vor allem mal nach den konzentrischen Verknüpfungen schauen. Und das sind alle die hier. Und da können wir einen Rechtsklick drauf machen und auch dann sagen Rotation sperren. Dann müssen wir nicht alles einmal einzeln manuell bearbeiten. Okay, machen wir weiter mit dem Bremspedal. So, das liegt logischerweise konzentrisch zu dieser Bohrung hier. Und jetzt hat SolidWorks die konzentrische Beziehung hier mehr oder weniger falsch rum eingelegt. Da müssen wir die nochmal bearbeiten. Und einmal hier unten die Ausrichtung ändern. So, jetzt ist es richtig rum. Noch einmal wieder verschieben. So. Okay, ich werde jetzt, bevor ich das Bremspedal hier richtig ausrichte, noch diese beiden Bronzebuchsen hinzufügen. So. Da unten dazwischen kommen. Die setzen wir hier konzentrisch zum Bremspedal. Und machen wir ruhig eine mit gesperrter Rotation. Okay, wir brauchen noch ein paar Deckungsgleichverknüpfungen. Setzen die Bronzebuchsen richtig. Und jetzt wollen wir, dass das Bremspedal genau mittig in dieser Konsole sitzt. Dafür werde ich eine der erweiterten Verknüpfungen benutzen. Es gibt hier die Verknüpfung Breite. Da kann ich zuerst zwei Seiten des Teils auswählen und dann zwei Seiten des entsprechenden Gegenstücks. Und dann als Zwangsbedingung hier zentriert angeben. Und dann sieht es hier schon, rutscht das Teil genau in die Mitte dazwischen. Dann wird das Bremspedal da unten noch mit einer Schraube befestigt. Und für die Schraube machen wir wieder eine konzentrische Verknüpfung. Jetzt möchte ich die gerne wieder sperren. Ich kann auch hier über diesen Knopf in das Verknüpfungsmenü kommen.
Station sperren und einmal die Ausrichtung ändern, damit der Kopf hier auf der linken Seite ist. Das kann ich da mehr rüberschieben und dann noch die Deckungsgleichverknüpfung setzen. Okay. Dann kommt noch eine Mutter auf die andere Seite. Hat aus irgendeinem Grund so eine dunkle Textur. Würde ich als nächstes hier hinten diese beiden Bremszylinder hinzufügen. Wieder mit einer konzentrischen Verknüpfung passend orientieren. Und hier eignet sich wieder die Verwendung der Breite-Verknüpfung, damit wir es genau in der Mitte ausrichten können. Diese beiden Flanken hier und die Konsole. Und dann ist er erstmal soweit ausgerichtet. Das Ganze bleibt erstmal noch flexibel. Kopiere mir einmal den Bremszylinder. Und die breite Verknüpfung wieder. Okay. Wir gerade dabei sind, schon mal wieder die Schrauben für die Bremszylinder hinzufügen. Und wir kopieren die Schraube. Müssen wir wieder umdrehen. Okay, dann muss das mit Muttern auf der anderen Seite befestigt werden. Okay, die ist schon. Na, da stimmt noch was nicht. Na, das ist die falsche Fläche. Hier mal einmal drüber schauen, die beiden Bremszylinder sind noch nicht vollständig definiert, logischerweise, weil die ja
sich noch drehen lassen. Aber das werden wir später noch festlegen, sobald feststeht, wie hier das Bremspedal von oben aussieht. An die Bremszylinder kommen unten diese beiden Schlauchtüllen dran. Ich mache mir direkt mal zwei. Mit der Kante funktioniert es auch. Okay. Dann machen wir weiter mit dem Waagebalken. Zuerst einmal diesen Rohreinsatz. Der kommt hier oben rein. Und wir können ihn auch direkt wieder mittig ausrichten. Zwei Abstandshalter. Dann kommt dort eine Gewindestange in die Mitte. Die richten wir auch wieder mittig aus. Dann kommen an die beiden Bremszylinder oben diese Adapter. Müssen wir die Rotation nicht sperren, das gibt sich von später. Dann kommen da diese kleinen Bolzen rein. Die sinnvollerweise wieder mittig da sitzen sollen.
Das können wir jetzt noch mit der Gewindestange hier verbinden. Okay, dann hätten wir an dem Bremspedal schon mal soweit alles bis auf die Trittschalen hier oben dran. Und wenn wir das bewegen, können wir auch sehen, dass es mechanisch soweit passen würde. Wir wollen das aber einmal feststellen hier. Wir wollen ja keine mechanische Simulation hier mit durchführen. Dafür ist das sowieso nicht gedacht mit diesen Verknüpfungen. Wir wollen ja wissen, ob wir wirklich alles vollständig definiert haben. Deswegen stelle ich jetzt einmal ein, wie weit dieses Bremspedal wirklich stehen soll, indem ich hier diese Fläche tangential zu dieser Fläche setze. Und damit ist das ganze Bremspedal nicht mehr beweglich. Und wir haben hier noch zwei undefinierte Sachen. Die beiden Bronzebuchsen hier unten. Die sollten eigentlich vollständig definiert sein. Okay, manchmal ist das bei SolidWorks nicht mehr ganz aktuell, dann muss man das, die derzeitige Datei einmal speichern und dann nochmal auf Neu Aufbau drücken hier. Dann sollten sich solche Sachen alle aktualisieren. Okay, damit ist soweit alles vollständig definiert, das ist gut. Dann machen wir als nächstes mit dem Gaspedal weiter. Also leider wieder falsch rum. Auch da an das Gaspedal hier unten müssen noch diese beiden Bronzebuchsen dran. Die kann ich auch aus dem Feature Manager durch gedrückt halten von Steuerung eine Kopie rausziehen. Das war eine zu viel. Die kann man einfach löschen, indem man draufklickt und dann auf Entfernen drückt. Okay, die sollen an dem Gaspedal hier hängen. Und dann können wir das Gaspedal mittig ausrichten. Dann wird auch das Gaspedal wieder mit einer Schraube befestigt. Und auf
Auf der anderen Seite kommt wieder eine Mutter. Und wenn ich mich nicht irre, ist das genau derselbe Typ wie diese Mutter hier. Okay. Dann haben wir hier hinten diese Laufschiene. Und die können wir einfach deckungsgleich wieder auf die Oberfläche der Grundplatte setzen. Zwei konzentrische Beziehungen die Bohrungen ausrichten. Einmal rumdrehen. Wir müssen darauf achten, dass dieses Loch hier vorne nach in diese Richtung zeigt. Da wird später das Seil durchgeführt für den Seilzug des Gaspedals. Okay, das haben wir jetzt in dem Modell hier nicht, aber das Loch muss vorne sein. Dann haben wir an dem Gaspedal allerhand Kleinteile, mit dem das Ganze dann nachher mit dieser Laufschiene verbunden wird. Da fangen wir einmal an mit der Stange Gaspedalbetätigung. Hier müssen wir aufpassen, die hat eine lange und eine kurze Seite. Und die kurze Seite ist die, die im Gaspedal steckt. Von der anderen Seite kommt eine kleine M5-Mutter. Und dann haben wir als nächstes auf dieser Seite hier eine Anlaufscheibe. Dann kommt eine Druckstange. Ja, hier müssen wir mit der Ausrichtung aufpassen, so wäre das falsch rum. So ist es besser. Und bevor ich jetzt hier dort auch noch eine Deckungsgleichverknüpfung setze, füge ich noch das Gleitlager ein.
So, dann liegt das genau hier an. Und wir haben hier noch den Platz für die Druckstange. Dann haben wir dort noch eine Distanzhülse. Und dann brauchen wir noch ein Gleitlager. Noch eine dieser Anlaufscheiben. Dann können wir dort die zweite Schubstange einfügen. Und dann wird das Ganze noch von einer M5-Mutter am Ende abgeschlossen. Als nächstes haben wir einige Lager, die dort in diese Laufschiene hineinkommen. Dazu brauchen wir zunächst einmal diese kleine Achse. Es macht auch Sinn, direkt die zweite Schubstange dazu konzentrisch zu setzen. Ich lege mir das einmal nach hier hinten, damit ich da die Lager alle einfügen kann. Das fängt an mit einer kleinen Distanzhülse. Wir richten das Ganze mal an dieser Schubstange hier aus. Dann brauchen wir ein Lager.
wir eine andere Distanzhülse, die dort in die Mitte kommt. Okay, jetzt haben wir hier das Problem. Die Distanzhülse ist genau in dem anderen Bauteil verschwunden. Um die uns jetzt wieder zu holen, kann ich die einmal isolieren. Dann wird alles andere ausgeblendet und ich sehe nur diese Distanzhülse und ich schiebe die ein kleines bisschen nach links. Dann beende ich die Isolierung und dann kann ich sie sehen. Dann kommt nochmal ein Lager. Direkt mit einer konzentrischen Verknüpfung dort automatisch erstellt. Muss aber noch ausgerichtet werden. Und dann haben wir nochmal eine kleine Distanzhülse. Wieder verschwindet. So. Dann kommt hier ein Sicherungsring drauf. Und vielleicht verknüpfen wir den Sicherungsring noch so, dass er immer in einer bestimmten Orientierung auf dieser Distanzhülse drauf liegt. Das ist jetzt einfach nur, damit das alles vollständig definiert ist. In der Realität wird der Sicherungsring in irgendeiner Ausrichtung hier drauf liegen, das wäre nicht wichtig. Und machen wir ihn hier einfach mal senkrecht zu dieser Fläche. So. Okay, wir haben dort unten noch so eine kleine Hülse, beziehungsweise ein kleines Plättchen, mit dem der Gaszug später befestigt wird. Und ich nehme an, das ist mehr oder weniger nur ein kleiner Platzhalter. Hat nämlich nur auf einer Seite ein Loch. Und das kann man sich in der dreidimensionalen Ansicht der Baugruppe ganz gut anschauen, die bei der Aufgabenstellung hier mitgeliefert wird. Das Loch ist auf dieser Seite hier. Jetzt erstmal nur konzentrisch, ohne die Rotation zu sperren. So, hat genau die Länge von dem Abstand, deswegen liegt es dadurch mittig. Und da es sinnvollerweise sich mitbewegen würde, wenn hier der Gaszug gezogen wird, setze ich es parallel zu der Grundplatte. Okay, jetzt müssen wir noch definieren, dass diese Lager genau hier in der Mitte auf diesen Flächen aufliegen.
Und dafür können wir einfach eine Tangentialverknüpfung setzen. So, dann läuft das hier genau in der Mitte. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Endanschlag in irgendeiner Weise definiert, weil das Ganze nur über Verknüpfungen läuft. Das brauchen wir hier in dem Fall aber auch nicht. Es geht ja nur darum, das Ganze zusammenzubauen. Eine hundertprozentige mechanische Genauigkeit, so wie es in der Realität wäre, wollen wir jetzt hier mit dieser Baugruppe nicht abbilden. Also jetzt im Moment könnte man das Gaspedal ganz normal bewegen. Um mal zu kontrollieren, dass wir wirklich alles vollständig definiert haben, werde ich es jetzt einmal festlegen. Und wir haben hier überall nur zylinderförmige Bauteile. Schon haben wir uns vielleicht mal von diesem Bauteil hier, von der Achse. Die hat auch einen Ursprung, wie jedes andere Bauteil auch. Und auch diesen Ursprung oder auch Ebenen, die hier mit drin sind, können wir benutzen, um hier Verknüpfungen zu setzen. Also ich kann jetzt hier mit diesem Ursprungspunkt eine Verknüpfung zu dieser Fläche setzen. Und da könnte ich den Abstand festlegen. Und ich sage einfach mal, die soll 30 mm entfernt sein. Damit ist das Gaspedal festgelegt. Lässt sich nicht mehr bewegen. Na, wir haben noch zwei Teile, die angeblich noch nicht vollständig definiert sind. Na, da war die Rotation noch nicht gesperrt. Okay. Eine Kleinigkeit haben wir noch hier an dieser Laufschiene vergessen. Die muss auch noch mit der Grundplatte verbunden werden. Und zwar mit zwei Schrauben. Was jetzt noch fehlt, sind die beiden Trittplatten. Setzen wir hier deckungsgleich und dann können wir das mit zwei konzentrischen Verknüpfungen wieder exakt ausrichten. Dasselbe noch mit dem Gaspedal. Und hier müssen wir auf die Orientierung aufpassen. Dieses längere Stück hier gehört nach oben.
Satz ist richtig. Und wir brauchen nur noch die Nieten, mit denen diese Trittplatten befestigt werden. Okay, damit müssten wir alle Teile haben. Alle unsere Bauteile sind vollständig definiert. Das ist ja unser Ziel gewesen. Jetzt überprüfen wir einmal noch, ob wir wirklich alle Teile haben. Und das machen wir mit einer Stückliste. Und in SolidWorks werden Stücklisten direkt mit in die Baugruppe hineingelegt. Ich richte dafür einmal die Ansicht aus. Na, vielleicht. Am besten so. Und klicke dann hier oben auf Stückliste. Und wir nehmen hier einfach die Standardvorlage. Und dann, ja, wie gesagt, das ist hier so eine zweidimensionale Liste, die jetzt im dreidimensionalen Raum schwebt. Und wir können uns die einmal sortieren nach der Benennung. Und dann können wir das mit dem vergleichen, was in der Aufgabenstellung gegeben ist. Okay, das stimmt soweit. Die Stückliste ist vollständig. Um uns die Ansicht hier ein bisschen schöner zu machen, können wir die auch wieder ausblenden. Übrigens lassen sich solche Stücklisten auch
hier mit Speichern unter relativ schnell als Excel-Dokument oder was auch immer ihr gerne an Tabellenform haben möchtet, hier exportieren. Okay, damit sind wir fertig mit dieser Pedalbox. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Bis zum nächsten Mal.